Ein paar Spiele mit guten Händen vorne. Also Paolo Riedi, die Linie, die sie um Paolo Riedi bauen werden, wird mehr oder weniger per Automatik eine gute Linie sein. Ich finde Mauro Stingelin ganz interessant. Ich weiß nicht, ob er überhaupt auf drei Linien spielen wird, aber hat unbedingt gute Hände. Sie haben ein paar irgendwie immer noch unterschätzte Rechtsausleger mit Binkeli und Hirschi. Es ist komisch, dass man überhaupt über sagen kann, dass sie unterschätzt sind, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass es so ist. So, es gibt gute Spieler und ich gehe davon aus, dass die letzte Saison ja, einfach ein Misstritt war, mehr oder weniger. Die potenziellen Nachteile bei Chur Unihockey. Ja, wir werden ja sehen, was die Ausländer dort machen können. Sie haben zwei Schweden aus Allsvenskan geholt. Bis jetzt kann ich nicht genug beurteilen, wie gut sie sind. Das wird interessant zu sehen. Aber es ist sicher eine Stärke für eine Mannschaft, wenn die Ausländer gut spielen. Und es ist sicher eine potenzielle Schwäche, wenn die Ausländer nicht die Leistung genug gut bringen können. Und es ist ein offenes, leeres Papier für mich bis jetzt. Und mal schauen, wie es kommt.